Yoga. In dieser Sequenz stelle ich dir Übungen zusammen, die du immer wieder machen kannst. Keine sehr lange Einheit zum Wachwerden, für zwischendurch, zum Durchbewegen. Du beginnst im Stehen, hast die Füße parallel. Ausatmen, spürst du zu den Füßen hin, verankerst den Boden. Einatmen, gehst du im Gefühl in die Länge deiner Wirbelsäule, streckst dich nach oben Richtung Himmel. Zwei, drei Atemzüge. Öffnest die Augen und beginnst mit sanften Bewegungen auf den Füßen nach rechts und links. Dein Ziel ist schon, zu spüren, wie du die Fußaußen und Innenkanten in den Boden drückst. Schließlich bringst du die Füße zusammen, beugst die Knie und kreist in den Knien. Ich zeige dir das von der Seite. Du kreist in den Knien, Knie sind gebeugt, die Hüfte ist auch leicht gebeugt. Aber der Impuls geht von den Knien aus, dein Hintern wackelt automatisch mit und auch in der Wirbelsäule folgt die Bewegung. Die Schultern lässt du locker, dass die Arme erstmal hängen und mitschwingen. Du hältst inne und wechselst das Drehmoment, drehst in die andere Richtung. Schließlich hebst du die Hände an, legst die Handinnenflächen über den Kopf zusammen und lässt jetzt die Hände locker mitschwingen. Ja, so hast du mehr Mobilisierung im Brustkorb, an den Schulterblättern, in den Schultern, hältst inne und gehst wieder zurück, also änderst die Richtung des Kreisens. Schließlich änderst du noch eine Kleinigkeit und probierst in den Knien eine liegende Acht zu zeichnen. Dabei streckst du die Arme zur Seite aus. Bleibst aber relativ weich in den Gelenken, sodass die Arme sich mitbewegen können. Dieses Kreisen in den Knien, ich mache das jetzt relativ schnell. Vielleicht stellst du für dich fest, dass du das lieber langsam machen möchtest. Finde es heraus. Es ist wirklich Geschmackssache. Wichtig wäre, dass du nicht einem Tempo folgst, weil du vielleicht nervös bist oder schnell irgendwo hin willst, sondern du musst es so sehen, du bist schon zu Hause. Es sind Übungen für dich in deinem Körper. Da besteht kein Grund zur Eile. Ja? Sonst läufst du quasi an dir selbst vorbei. Das wäre schade. Änderst die Richtung. Und hältst inne. Lockere etwas die Beine. Und versuche aus den Schultern zu schütteln. Und ganz sanft den Kopf. Von einer Seite sanft. Von einer Seite zur anderen zu bewegen. Und zwar derart, dass du mit deinem Kinn einen Halbmond vor dein Gesicht malst. Schließlich stellst du dich etwas breitbeiniger auf. Hebst einatmend die Arme an, beugst die Knie ganz leicht und ausatmend drehst du einfach zu einer Seite, lässt die Arme sinken. Kommst einatmend wieder hoch, ziehst die Wirbelsäule hier in die Länge und wechselst ausatmend zur anderen Seite. Wiederholst das so lange, wie du möchtest. Und dann mit der nächsten Einatmung oder wenn du für dich beschlossen hast, es reicht, lässt du die Arme ausatmend über die Seite sinken und bringst die Füße wieder zusammen.
Spürst einen Moment nach. Schließlich stellst du dich zum vorderen Mattenende oder machst ein Mattenende zum vorderen. Verankerst wieder, hebst einatmend die Arme über die Seiten an, beugst ausatmend vor. Jetzt bringst du einatmend einfach den rechten Fuß zurück, setzt das Knie auf, stützt dich auf den Händen ab, bringst den linken Fuß zurück. Setz das Knie auf, du bist im Vierfüßler, streckst den Rücken und mit deiner nächsten Ausatmung rundest du den Rücken leicht und gehst zurück in die Stellung des Kindes. Einatmen, kommst du wieder hoch und für deine Konzentration kannst du dir jetzt überlegen, wie du das machen möchtest. Du kannst, wenn du das ganz einfach haben willst, ne, wenn man müde ist oder sehr verwirrt oder gestresst, rückwärts gehen, das heißt, du hebst zuerst den linken Fuß an, hast dabei ausgeatmet, kommst jetzt hoch, bringst den rechten Fuß nach vorne, streckst den Rücken, ausatmen, lässt du den Rücken sinken, einatmen, bewegst du die Arme über die Seiten und ausatmen, stehst du, hebst einatmen die Arme wieder an. Kommst ausatmen in die Vorbeuge. Nochmal kurz eine Erklärung. Wie gesagt, wenn du das sehr routiniert haben möchtest, beginnst du immer mit demselben Bein. Ja? Sagst dir, ich beginne immer rechts und gehe dann rückwärts zurück. Das ist wie jetzt. Ne? Wieder einatmen, das rechte Knie aufsetzen. Ausatmen, das linke. Und zurückkommen in die Stellung des Kindes. Mit einer Einatmung wieder hoch. Du kannst rückwärts gehen, ne? Linken Fuß zuerst, der zuletzt bewegt wurde. Dann in die Vorbeuge. Oberkörper sinken lassen, aufrichten und stehen. Und dann wiederholst du das in Ruhe. Wenn dir der Ablauf selbst leicht fällt, ne, dann kannst du auch sagen, ich wechsle jedes Mal den Fuß, mit dem ich beginne. Auf dem Rückweg genauso. Du kannst dabei bleiben, rückwärts zu gehen. Sagen, nein, egal was ich mache, ich beginne jedes Mal mit demselben Fuß. Ja? Ich leite es jetzt mal an für dich in einer bestimmten Abfolge, aber du weißt, wenn du das für dich mal machst, kannst du da auch variieren. Einatmend richtest du dich auf, ausatmend beugst du vor. Einatmend bringst du den rechten Fuß nach hinten, setzt das Knie auf. Ausatmend den linken und kommst zurück in die Stellung des Kindes. Ziehst dich einatmend hoch, bringst den linken Fuß nach vorne, atmest aus, bringst einatmend den rechten Fuß nach vorne, ausatmend lässt du den Oberkörper hängen, einatmend richtest du dich auf. Und ausatmend bringst du die Hände vors Brustbein. Einatmend richtest du dich auf. Ausatmend beugst du vor. Einatmend bringst du den linken Fuß nach hinten, setzt das linke Knie auf. Ausatmend den rechten Fuß und sinkst zurück. Einatmend ziehst du dich hoch. Bringst den rechten Fuß nach vorne. Ausatmen, gehst du in die ganze Vorbeuge. Einatmen, Rücken strecken. Ausatmen, loslassen. Einatmen, aufrichten. Und ausatmen, die Hände vors Brustbein ziehen.
Das ist die Abfolge. Du könntest für dich jetzt nachspüren und beenden. Dann hast du ein kurzes Set, das du relativ häufig einsetzen kannst, um etwas abzuschließen, zwischen Phasen in deinem Alltag Pause zu machen, auch abends zum Runterkommen, dann noch langsamer üben oder morgens zum Aktivieren. Ja? Du könntest jetzt fortfahren mit diesem Ablauf und den einige Male mehr wiederholen. Wenn du das häufiger wiederholst, jetzt könntest du quasi im Stehen nachspüren, 10 Atemzüge und dann in deinen Alltag gehen. Ja? Wenn du die Abschlussübung, also diese Variante, den kurzen Sonnengruß, häufiger machst, dann würde ich dir vorschlagen, danach im Sitzen etwas länger nachzuspüren. Ja? Im Grunde machst du das so, wie du dich fühlst, dass du aber auf jeden Fall dich nochmal sammelst, bevor du aus deiner Yoga-Einheit rausgehst. Schließlich, wenn du abschließt, verbeugst du dich immer vor dir selbst. Ja? Du bedankst dich dafür, dass du dir die Zeit geschenkt hast, dass du für dich da bist, dass du dich in deinem eigenen Zuhause mal wieder umgesehen hast, nur für dich, in deinem Körper, in deinem Atem, in deinem Geist. Namaste. Ich bedanke mich auch, dass du bis hierhin mitgemacht hast und wünsche schöne Stunden.